Muss ich jetzt nach rechts oder nach links? Okay, ich gehe nach rechts. Und schieß mal eben ein Bild an alle Leute, die da hinten sind. Ha! Erwischt! Ha! Erwischt! Hallo? Ich sehe nichts mehr. Der Ton ist auch irgendwie so komisch. Hier sind auch noch mehr. Ausgetrickst. Ja, Sicherheitskamera. Ich habe die Sicherheitskamera angefilmt. Erhöht der Schaden. Du Monster! Hände weg von meinem Kind! Lauf nicht weg von mir! Hey, das war also die Spider-Splicerin. Spider-Splicer-Organe können wie Verbandskästen verwendet werden. In dem Fall kann ich das so machen und zack, Verbandskasten. Sehr schön. Ich möchte gerne den... Oh, wir sind im Postsystem von Rapture anscheinend. Kann ich den von hier aus schon abschalten? Alles klar. Einen neuen Film haben wir. Das heißt, es bringt uns Film 2. Das heißt, wir haben noch zwei weitere Möglichkeiten, was zu filmen. Und ich glaube... Genau, es wird uns gut tun. Hey, da oben ist noch mehr Kamera. Also Film 12 sogar. Sehr schön. Okay. Da Geld, ich sehe Geld. Sehr schön. Und noch mehr Geld. Und da, da blinkt auch was. Was ganz versteckt vor uns, vor uns war. Und da oben auch noch. Panzerbrechner. Oh, sind voll. Film 3. Film 3 ist der neue Film von Film für Filme. Da oben sind Granaten. Und da sind Bandagen. Ich brauche aber nur die Granate. Oder Kontaktmine in dem Fall. Schrot. Schrot können wir jetzt nie genug kriegen. Schrot finde ich am besten. Ich bin jetzt ein Freund der Schrotflinte. So. Okay, also das Rohrpostsystem ist hier. Dann gehen wir noch schnell in die andere Seite. Und ich glaube, von dort kommen wir... Nicht mehr. Dann muss ich den ganzen Weg zurücklaufen anscheinend. Naja. Ein Mensch erschafft, ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Man weiß es nicht. Film 4. Anteil mein ist wo, fragt Parasit ein, erschafft Mensch ein. So. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Ich werde es nicht mehr wiederholen. Wir hacken stattdessen diesen Automaten. Schmerz. Ne, ich wollte Folgendes machen, nämlich das hier. Wie kein Motiv. Ich wollte... Vorher konnte man die alle hacken. Jetzt nicht mehr, oder was? Das finde ich ein bisschen scheiße, aber naja. La 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 la. Rums.
Filme können wir also hier auch noch kaufen. Gut. Im Moment haben wir 24 Filme, aber das reicht erstmal. Gucken wir mal, was wir hier an stattdessen noch kriegen können. Ah, das reicht auch noch. Ne, gut, das lassen wir. 6 Schrot. Ne, gut, das lassen wir. Aha, halt's Maul. Todesstrafe bei Rapture. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Hey, ich hab den da oben gesehen. Kann ich ihn runterschießen? Pium, das funktioniert immer. Er hat immerhin etwas einen Verbandskasten, den ich mir jetzt nicht kaufen musste. Ist doch gut. Frisches Wasser. Gut, gehen wir hier auf die andere Seite. Und ich fühle mich nicht wohl. Oh, jedes Mal, wenn ich die Kamera hier in der Hand nehme, verschwimmt das Bild. Juda! Mist. Zumindest so anders würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Ja. Was hat er mit den Deutschen? In ihrem Wahn, sich dann in Hitlers Schwert stürzen, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Lakaien ihnen einflößten. Nur mal so nebenbei, ne? Wir sind hier nicht im Geschichtskurs, wir sind hier bei Bioshock und einem Let's Play und wir sind ungefähr so 20, 40, ne, gute 60 Jahre hinter. Also, bitteschön. Oh, schon wieder eins mit der mittleren Nadel. So, ich will nach oben. Nach oben, nach oben. So, zack, zack. Zack. Und der letzte. Zack. Ah. Willkommen im Zirkus der Werte. Ja gut, lassen wir noch. Also ich werde so gut wie möglich jeden Gegner mitnehmen. Denn ich denke mal, das wäre doch cool. Ja, ich will das erkunden. Ich will das jetzt erkunden. Ah. Patronen, Patronen, die sich lohnen. Und das immer. Und das wieder. Und überhaupt. Wo führt denn diese kleine Schnullerweg hier? Der bloße Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich rasend. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Ja, ich helfe dir doch. Mach dir doch nicht ins Hemd. Ich erkunde hier mal eben schnell und dann bin ich gleich wieder bei dir. Oder laufe ich hier geradewegs in eine Falle? Das wäre natürlich scheiße. Ich würde gerne das Wasser unter Strom setzen. Auf den Boden! Auf den Boden! Okay, es hat funktioniert. Sind alle gerüstet.
brauche ich eigentlich nur noch dahin rumlaufen und die abgrasen. Hey. Ich war von meiner Luft. So. Also mit solchen Sachen fühlt man sich einfach besser. Und ich fühle mich ein bisschen unwohl hier an dieser Stelle. Einfach nur so. Oh, ist das laut. Ja. Hä? Hallo? Nimm doch das Richtige. So. Dahin, dahin. Fertig. Habe ich mich gerade tatsächlich verklickt da unten. Ja. Also ich fühle mich so ein bisschen unwohl hier unten in den Katakomben von Jojo oder keine Ahnung. Ach, Filme. Nur Bandagen drin. Unglaublich viel Wein. So, hier führen zwei Wege entlang. Links ist anscheinend, glaube ich, nichts, sondern nur ein Untergang. Untergang, ja. Von allem Untergang. Und rechts. Ich glaube, ich muss da sogar entlang. Oh. Schön blau. Gefällt mir. Achso. Oh, ein Big Daddy draußen. Cool. Was macht er denn da? Das sieht aber richtig geil aus. Ich habe mal davon gelesen, dass die nicht lange von ihren Little Sisters getrennt sein können. Und dass einige Big Daddies sich sogar aus der Grenze, also sehr weit von Rapture aus dem, oder sich sehr weit von Rapture überhaupt entfernt haben und am Meeresboden entlang gegangen sind. Und dann sind sie gestorben. Rapture verändert sich. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, der ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaineschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Naja, jetzt hat Ryan ja die Splicer im Griff. Aber wie? Oh! Ich habe ihn gesehen. Hier auch. Das war aber ein Sekundenbruchteil. So. War die Dose eben eine Splittergranate? Was soll ich dir zu? Wie soll ich dir zuhören? Du bist doch schon weg. Also wirklich, Leute gibt's, die kommen einfach rein, ballern rum und sagen, hör mir zu. Aber wie soll man denen zuhören, wenn sie schon weg sind?